So, da wären wir wieder. Ziemlich anders ausgerüstet. Also, eigentlich nicht ganz so viel. Wir haben halt die Keule repariert, das Schild repariert, wir haben die Hosen repariert, wir haben die Brustplatte überhaupt erst wiedergefunden und dann repariert. Den Helm allerdings konnten wir da nicht reparieren. Badly worn. Und bei allen badly worn Sachen sagt der Zwerg, das ist doch von Goblins gemacht, sowas fasse ich nicht an und bla bla bla. Kauft lieber was Neues. Waren seine Worte. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Das gleiche hatten wir auch bei dem Kettenhelm, den ich noch gefunden hatte. Aber den konnten wir mit dem Amboss, der neben dem Zwerg lag, reparieren. Auf worn. Und dann hat der Zwerg das auch angefasst. Das hatte ich auch bei dem Helm probiert, aber der ist dann kaputt gegangen. Das heißt, der ist eigentlich gar nicht mehr wirklich da. Und wir werden ihn eh wegschmeißen müssen und den neuen Helm, den wir finden, dann nicht auf so einen schlechten Zustand runterkommen lassen. Das heißt, wir müssen immer schön gucken, welchen Zustand haben die. Und sobald die worn sind, also eine Stufe vor badly worn, müssen die raus aus dem Equipment-Slot hier und rein in die Tasche. Und dann zum Zwerg zurück. Ja, außerdem haben wir jetzt hier, das sind keine Kettenhandschuhe, sondern Plattenhandschuhe. Die hatten wir damals gefunden. Also alles exzellent jetzt. Also eine sehr gute Ausrüstung. Genau. Also, wir haben jetzt... Erstmal sind wir jetzt hier unten. Ich bin durch die Röhren wieder runtergekommen. Was nicht gerade sauber war, aber na gut. Wir sind jetzt auf der Ebene mit den Echsenmenschen, mit dem Urgu, den wir noch befreien müssen, und mit dem Fackelmann. Deswegen bin ich überhaupt hier. Ich war gerade auf dem Weg nach ganz unten wieder und wollte mich da zurückmelden. Aber dann fiel mir der Verrückte ein, der bei den Rittern war und der da was geklaut hat. Das war garantiert der Fackelmann hier. Also sollten wir uns irgendwie dahin begeben. Ich weiß nur nicht, wie ich da am besten hinkomme. Wie war der Spruch für Wasserwandeln? Was sagt mein schlauer Zettel, der jetzt schon vollkommen zugemüllt ist? Er ist so zugemüllt, dass ich es gar nicht finde. Ah doch, Ilempor. Schließen. Ja. Alles weg. Das war irgendwo hier. Loapor. Sankt Vis Ilem. Ilempor. Husch. Wasser wandeln. Und IBM schon mal Heilzauber vorbereiten. Den brauchen wir doch recht häufig. So. Und jetzt laufen wir einfach nach Nordwesten. Ja. Und gucken, ob wir da irgendwas Neues aufdecken können. Weil ich bin ja auch immer versucht, die Karte möglichst akkurat zu halten. Und durch das Wasserwandern kommen wir vielleicht besser an diese Ecken ran, damit ihr die Karte besser zeichnet. Also hier das ganze Gedöns. So. Zing, zing, zing. Alles einmal abtappern. Ja. Sieht die Karte besser aus? Geringfügig, ja. Na gut, das ist mir auch wert, hier jetzt ein paar Sekunden oder Minuten zu verbringen. Um das vollständig zu haben. Nicht, dass wir später irgendwo irgendeine Ecke übersehen haben. Oh, da war gerade ein Tentakelding. Und da war dann irgendwas Wichtiges, wie ein grüner Pilz zum Beispiel. Also, ich denke nicht, dass er wichtig war, aber so als Beispiel jetzt. Ah. Und dann müssen wir gleich in den Teleporter reinspringen. Und was war das da für eine Nische? Achso, eine leere Nische. Na gut. Oh, 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 kommst du näher? Du bist doch wie das Monster aus der Mine. Genau du. Und die ganze schöne Ausrüstung beschädigt. Das kannst du mir doch nicht antun. Einmal getroffen und der ist grün. Also ich habe den Verdacht, dass ich noch öfters auf Camera zu dem Zwerg rennen werden muss. Entweder das oder wir trainieren unsere Reparieren-Fähigkeiten. Wobei wir da echt keine Punkte für über haben. Ich meine, wie ihr sehen könnt, unsere Kampffertigkeiten sind noch nicht mal gut genug. Das dauert ja alles viel zu lang. Das heißt, wenn wir Punkte über haben sollten, kommen die entweder in Kampffertigkeiten, in Spellcasting
oder in Mana. Na komm schon. Wir müssten eigentlich stark genug sein für das Biest, sonst würde uns das viel mehr Schaden zufügen. So, und was auch immer das Ding dabei hatte, ist jetzt weg, weil es ins Wasser gefallen ist. Das wäre nicht so schön. Was sagt unsere Keule? Immer noch exzellent. Exzellent, okay. Oh, nochmal Glück gehabt. Also die kriegen wohl unsichtbar Schaden bis zu einem gewissen Wert und danach fallen sie auf die nächste Stufe runter. Ja, wie gesagt, alles im Auge behalten. Da wäre noch eine Röhre, wo wir vielleicht durch können. Kann man hier was machen? Oh, was bist denn du? Angucken. Pfahl erhöht die Nimbleness und Tumbling. Nimbleness ist Agilität. Aber ich denke nicht, dass wir einen Stat erhöhen werden können. Und Tumbling ist Taumeln oder Balancieren vielleicht dann. Und wenn man Schlösser knackt, da gibt es einen Tumbler. Das ist ein Teil von dem ganzen Schloss-Dietrich-System. Ich guck mal ganz kurz. Sneak ist wahrscheinlich nicht. Also Lockpicking könnte es sein. Akrobatik könnte es sein, das andere. Und das war's auch schon. Ich schreibe es der Vollständigkeit halber mal auf, aber so wirklich viel davon halten tue ich nicht. Also F-A-L Nimble Tumble. Das wird kein Mensch lesen können später. So. Und jetzt will ich nochmal in die Röhre da reingucken. Nö. Können wir nicht. Nö. Ist ein stinknormaler Abfluss, wo wir nicht durchpassen. Ja, okay. Aber ich hab's gesagt. Irgendwo finden wir bestimmt noch irgendwas. Wenn wir hier die Karte vervollständigen. Ein Kraut ist jetzt nicht so toll. Überall diese Tentakel-Dinger. Und hey, was haben wir hier? Achso, da oben ist der Raum, wo wir uns gleich hin teleportieren wollen, richtig? Kommen wir da so hoch? Hops, nein. Hops. Okay. Wozu Teleporter, wenn wir springen können? So, Fackelmann. Östlich und links an der Wand halten. Also genau hier lang. Links an der Wand halten. Links an der Wand halten. Da. So, Fackelmann. Achso, du kannst weg. Da war nur dieses doofe Ding drin. Und sonst habe ich nicht wirklich viel mehr dabei, was man tauschen könnte, falls er jetzt, was auch immer gestohlen hat, tauschen will. Weil ihn einfach so umbringen, fände ich ein wenig dreist. Er ist anscheinend geistig verwirrt und das wäre bestimmt nicht so im Sinne des Avatars. Aber gut, sprechen wir einfach erstmal mit ihm. Hallo, du. Nun, komm schon rein und schließ die Tür. Welche Tür? Bist du verrückt? Hier gibt's keine Tür. Ja. Der Zwerg war ja noch irgendwie sympathisch, als er verdattert war und immer wieder von seinen Blaupausen geschwafelt hat, aber der hier ist zu aggressiv. Was auch immer du sagst. Sehr gut. Was bringt dich hier zu Zack? Nein, was bringt dich her, Zack? Ich bin nicht Zack, ich bin Gerugon. Nun denn, Gerugon, du kannst mich Zack nennen, wenn du willst. Mhm. Dankeschön. Was machst du hier, Zack? Ich sammle Fackeln, Lampen, Tapers. Okay. Das da ist keine normale. Warte mal. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was Taper jetzt auf Deutsch benutzt, besagt. Aber es ist definitiv nichts von den normalen Leuchtsachen. Also würde ich gerne tauschen. Und zwar hätte ich gerne den Taper und dafür gebe ich die einen grünen Pilz. Das ist ein super Tausch. Was? Oh, gut. Der Hunger nagt an mir und macht mich so ängstlich wie die Dunkelheit?
Hör auf zu reden, gib mir einfach das Ding. Nee, mag er nicht. Okay, dann ein Trank, der irgendwas random macht. Obwohl, nee, warte mal. Nehmen wir lieber Gold. Gold scheinen wir einfach ranzukommen. 9 Stück. Ja, angenommen. Dankeschön. Angucken. An unused taper. Karte. Taper. Ja, sehr schön. Kann ich da jetzt einfach rüber x'en? Oh, wie geil. Sehr schön. Das hätten wir. Den Ring hätten wir. Wein bin ich mir nicht sicher. Ich habe eine Flasche Port. Also a bottle of Port hieß das. Habe ich von der Rumpelkammer aus Ebene 2 bei den Zwergen jetzt runtergebracht zu... zu hier. Zu der Rumpelkammer. Also der Übersichtshalber. Wir haben hier... falsche Richtung. Wir haben hier unten unsere Rumpelkammer. Da ist aber fast nichts mehr drin, außer ein, zwei Kräuter und lauter Buchfetzen und Container. Dann haben wir eine Etage weiter runter. Noch sehr viele Sachen hier bei Urgo und dem Echsenmenschen, weil wir noch nicht wissen, was sie haben wollen. Und wir haben die neue offizielle Rumpelkammer hier bei dem Runtergang, weil so schön viel Platz hier war. Naja. Und hier in der Rumpelkammer ist a bottle of port. Und das ist, glaube ich, der Wein, den wir brauchen. Aber ich mache da mal nur ein so ein X hin. Weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. So, wir brauchen also noch ein Buch. Was auch immer für ein Buch. Ein Schild, ein Schwert, das ist schön, eine Standarte. Und ein Becher. Das ist ja gar nicht mehr so viel, wenn man bedenkt. Naja, 3/7, ja? Okay, schließen. Also dich können wir jetzt in Ruhe lassen. Falls wir mal eine Fackel brauchen, melden wir uns. So. Du kannst da rein, du kannst da rein. Das kommt später in die Rumpelkammer. Und wir müssen jetzt rechts rum, um wieder zurückzukommen. Genau. Weep, weep, weep. Teleportiert. Und jetzt könnten wir runter. Also da hinten könnten wir runter. Aber diese Türen irritieren mich hier doch ein wenig. Das sind nämlich so viele. Die werden alle mit demselben Schlüssel aufgehen. Aber wir haben die Schlüssel nicht. Na gut, hilft nichts. Wir gehen also jetzt nach Westen und rechts an der Wand lang. Dem Weg quasi folgen bis hier runter. Dadurch, 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 dadurch und einfach hier runter. Warum gab es eigentlich zwei Runtergänge? Na gut, also westlich und dem Weg folgend. Und dabei keinen Gegner umbringen, die wir nicht umbringen müssen, weil ich die Keule nicht beschädigen will. Der Sinn des Ganzen war es ja, dass wir besser ausgerüstet sind, falls wir doch nochmal... Nee, ich hau jetzt keine Fledermaus in meiner teuren Keule. Kannst du knicken. Genau, also der Sinn war, dass wir gut genug ausgerüstet sind, um den Ritter nochmal anzugreifen. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Da geht es nämlich hoch. Zu dem Zwergenkönig. Das ist definitiv falsch. Och nö. Die Reihenfolge war links, rechts, Mitte. Links, rechts, Mitte? Ja, sehr gut. Oh, und warte mal, da lagen noch Ekel. Also Blut. Ich hab dich nicht gedrückt, Knopf. Und ich will dich auch nicht aufheben, ich will dich ziehen. So. Dann will ich ganz kurz die Blutegel da mitnehmen. Und dann will ich schnell wieder durch die Tür, bevor sie wieder zufällt. So. Und jetzt nach Osten. Hier war der Banditenbereich. Genau, die Blutflecken zeugen noch davon. Und der Schädel von der Frau, die so garstig war. Und hier geht's runter.
noch mehr Schädeln. Sind wir jetzt im Trollbereich? Karte. Ja, wir sind im Trollbereich. Und hier gibt es noch ganz viel aufzudecken. Sehr schön. Das machen wir doch mal als nächstes, bevor wir da irgendwas in Richtung Ritter unternehmen.